Manege frei für den Raubtierzirkus des DRFK-Faschings. Leipzigs Traditionssause geht in die 55. Saison und mit dabei sind natürlich wie immer viele bunte Vögel. Wir haben uns dem Motto, was für ein Zirkus, angepasst und gehen als Clown und haben aber zwei Seiten, eine gute und eine schlechte. Ich bin der Papi von Ariel. Giraffe gehört natürlich in den Zirkus, genauso wie der Domteur dazu. Ich bin der Chef heute und sie ist das wilde Tier, was ich zähmen muss. Das ist der Clown Mr. Ikea hier. Wir sind Polizistin und Catwoman und wir sorgen hier für Recht und Ordnung und wollen die Menschheit retten. Als was gehe ich? Als Clown. Dem Motto gemäß. Auf dem sportlichen Animationsprogramm stehen sexy Frauentänze, mehr oder minder gute Sketche, Akrobatik und natürlich ganz viel nackte Haut. Auf langweiliges Karnevalstrara verzichten die Organisatoren gerne. Hier ist es doch eine sehr entspannte Atmosphäre, weniger Zwang, mehr Spaß, sehr schöne Kostüme. Butler sind sehr lustige Menschen, die feiern gern. Die haben verstanden, dass es im Leben nicht nur ernst zugeht, sondern dann auch mal gut feiern muss. Jeder kann so gehen, wie er will und einfach Spaß haben. Aber der DRFK-Fasching ist so bekannt, dass man halt mal einfach mal hingucken muss, weil es einfach bloß eine richtig geile Party ist. Ich studiere selber Sport und da gehört es ja wohl dazu, dass man beim größten Fasching von Europa dabei ist. Gut, der größte Fasching Europas ist er dann vielleicht doch nicht, aber immerhin restlos ausverkauft. Über 3000 Narren kamen zusammen, um bis in die frühen Morgenstunden zu tanzen, zu feiern und natürlich zu flirten.